Es ist das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen, welche in Form von vielen Projekten, wie zum Beispiel die Salatbar, gezeigt wurde. Heute, am 20. September 2016, wurde uns, der Elisabeth-Schule, das Zertifikat für gute Ernährung, welches seit ungefähr 10 Jahren verliehen wird, übergeben. Bereits in der Pause durften sich die Schüler und Lehrer an einem kostenlosen Obstsalat erfreuen, welcher vielen sehr geschmeckt hat. Anschließend gab es einen kleinen musikalischen Beitrag der 5. Klassen, begleitet von Frau Secki, mit einem passenden Thema. Daraufhin stellte Frau Brosser vom staatlichen Schulamt ein paar Fragen bezüglich der Ernährungspyramide an die Schüler. Also, so kleine Sachen wie Chips und Pommes und Hamburger. Du hast so ein Wort, das sagt jetzt nicht laut, aber sie ist ja auch nur ganz heiß. Das ist immer das, was du wahrscheinlich am liebsten mögen, oder? Mögen wir doch lieber Markus. Und Schokolade? Ah, auch ungesund. Noch was? Also, gerne mit Süßigkeiten. Ich habe mal geschaut. So ein paar Dinge, die wir alle ganz gerne mögen, und ich glaube auch ihr, und hier ist ganz, ganz viel Zucker drin. Ihr kennt ja alle mal Würfelzucker, ne? Habt ihr schon mal gesehen? Jetzt wollte ich mal fragen, ihr kennt ja alle Ketchup, ne? Ja. Pommes und Ketchup. So eine Flasche Ketchup könnt ihr auch euch sehen. Könnt ihr raten, wie viel Stück Würfelzucker in einer Ketchupflasche sind? Okay, und du? 22. Das Zertifikat wurde dann zusammen mit Frau Martin an Frau Pfeffer und Herrn Meine übergeben. Doch warum genau haben wir das Zertifikat bekommen? Das Zertifikat haben wir bekommen für jahrelange, fast jahrzehntelange Arbeit in dem Bereich Schule und Gesundheit, also vor allem gesunde Ernährung für unsere Schülerinnen und Schüler. Und da haben wir ganz vielfältige Aktionen gemacht. Wir haben es im Unterricht stark behandelt, dieses Thema. Und wir haben natürlich auch ganz viele Pausenaktionen gehabt, Ernährungsprojekte, zusätzliche Projekte an etwa Projekttagen, sodass da ganz viel aufgelaufen ist an guten Aktionen und Unterricht, sodass am Ende dann natürlich die Anerkennung dafür steht und das ist das Zertifikat. Es gibt hier einfach an der Schule so viele nette Aktionen zum Thema Ernährung immer wieder. Die Apfelpause, die ja wohl ziemlich beliebt ist, oder dieser Gesundheitsaktionstag, beide Aktionen übrigens vom Rotary Club gesponsert. Und diese Aktionen bringen ja auch den Schülern enorm viel Spaß. Und was bedeutet das für Sie oder auch für uns? Für mich persönlich ist das zunächst einmal eine etwas schwierige Situation, denn ich ernähre mich nicht immer vorbildlich. Und deshalb habe ich da immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und denke mir, die Schule bekommt ein Zertifikat und du leitest diese Schule und hast es eigentlich selbst in deinem persönlichen Lebenswandel gar nicht so richtig verdient. Aber heißt für mich natürlich auch, mich ein bisschen mehr daran zu orientieren und immer nachzudenken, gibt es nicht auch eine gesunde Alternative zu der Schokolade, die ich jetzt gerade essen möchte. Und für die Schule ist es natürlich ein Ansporn, weiterzumachen dabei und diese Ernährungsfrage immer wieder aufzurufen, immer wieder im Unterricht darauf zurückzukommen und auch mit Aktionen das weiter zu unterstützen. Also ich finde erstmal, dürfen wir uns freuen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Und wie geht's jetzt weiter? Immer wieder dasselbe zu machen, wird langweilig und wird die Menschen auch nicht binden auf Dauer, sondern man muss dann immer wieder neue Ideen haben, neue Dinge entwickeln. Man wird wahrscheinlich auch im Rahmen des ganzen Beratungsteams diese Dinge weiter ausbauen müssen und mit anderen Sachen auch vernetzen, mit anderen Aktionen. Das kann über den Sport gehen, das kann aber auch über Biologie, also über das Fach gehen. Und ich denke, da gibt es noch viel Gestaltungsmöglichkeiten, die wir bisher noch nicht voll ausgeschöpft haben, sodass wir auf der Grundlage dieses Zertifikats dann noch eine ganze Reihe von weiteren Perspektiven entwickeln können für unsere Schule. Wie geht es für uns weiter? Ich glaube, erstmal müssen wir gucken, dass diese Werkstatt Ernährung, also diese Projektwoche in der Klasse 5, richtig fest finanziell auch verankert ist. Und das ist wirklich ein Problem. Also hier könnte ich deutlich mehr Spenden brauchen, weil das Hessische Kultusministerium dafür bisher kein Geld gibt. Und das finde ich eigentlich ein Skandal. Weiter denke ich, dass an unserer Schule die Sensibilität für das Thema Ernährung auch durch dieses Zertifikat nochmal enorm ansteigt. Also zum Beispiel nur ein Indikator: noch nie ist am Schulanfang die Küche so oft benutzt worden wie in diesem Schuljahr. Also können wir uns auch in Zukunft über gesundes Essen an der Elisabeth-Schule freuen.